Inos zum Gruß und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost of Tsushima. Beim letzten Mal sind wir von dem Ijima-Gehöft im großen Sumpfgebiet vorangeschritten. Und zwar in das Feld der Spinnenlilien gegenüber quasi des Flusses, der das Feld als auch das Gehöft voneinander getrennt hat. Haben dort einen Haiku verfasst über die Beharrlichkeit und sind ganz in der Nähe zu dem Scharlachfelsschrein des Kamis des Mondes gelangt, haben dort uns den Talisman abgeholt, als auch das Ligusterholz, und sind bei dem Gasthaus zum Mooslicht ich wollte sagen eingefallen, aber das stimmt nicht ganz. Wir haben die Lage einigermaßen ausgekundschaftet, auch wenn es, wie ich es beim letzten Mal gesagt habe, eher Wortlaut nicht mehr ein. Unkontrolliert? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall, wir haben die Lage entschärft. Das Gasthaus ist befreit. Dort befanden sich nicht nur Mongolen, sondern auch zwei, drei Strohhut-Ronin. Und von diesem Punkt aus auf der Karte, da werden wir jetzt weitermachen. Anscheinend, wie ich es mir schon dachte, die Menschen kommen wieder zurück, weil sie gesehen haben, yo, hier ist wieder die Freiheit im gewissen Maße zu genießen. Wir hatten auch uns das Gasthaus selber von innen nochmal angesehen, da gab es jetzt nicht mehr allzu vieles. Also wir hatten ein Artefakt der Mongolen hier sichergestellt. Und wie ich gerade bemerke, der Händlerkarren, den wir am Ende des letzten Parts gesehen hatten, der ist weg. Das ist schade, weil den hätte ich mir ganz gerne nochmal angesehen. Okay. Gut, sei es so. Nobu, da bist du ja. Wir halten zusammen. Müssen wir. Geht gar nicht anders. Aber da hinten ist was. Das sieht mir nach einer Mongolenpatrouille aus. Das sieht schon gerade Kung Fu Panda-like aus, ne? Er will kämpfen. Deswegen, ich feiere dieses Outfit einfach. Ah, shit! Auch wenn das am Anfang ein bisschen meine Reflexe lassen zu wünschen übrig. Aber trotzdem, diese Leute, die wahrscheinlich auf dem Weg gerade waren zum Gasthaus, denen haben wir erstmal deutlich die Tour vermiest. Und das ist auch gut so. Nun denn, weiter zum unentdeckten Ort.
shit, okay. Das hätte ich mal... Das könnte schwierig werden. Schwieriger als das von eben gerade. Okay. Gut. Ich habe mit was anderem gerechnet. Was eine Verschwendung für die Katana. Aber man sieht ja, man muss den Ronin Einhalt gebieten. 44 Vorräte, ey. Ja, lecco mio grande. Vergreifen sich an den Reisenden. Mit den eigenen Inselbewohnern. Das können wir natürlich nicht auf uns sitzen lassen. Ah, wie auch schon im Sumpf. Ein weiterer Ronin, der auf unsere Konfrontation wartet. Das hatten die Fahnen oder Banner hier also zu suchen. Laut Ryuzo seid ihr der größte Schwertkämpfer, den er kennt. Das musste ich selbst sehen. Hallo Gas. Freut mich auch. Deine Stimme zumindest in dieser Form des Charakters wiederzusehen. Ihr solltet ihm besser Glauben schenken. Ich übe mit einer Klinge, seit ich laufen kann. Niemand kann mich mehr herausfordern, außer euch. Das werden wir sehen. Duell inmitten der Spinnenlilien. Schon mal alleine nur vom Aufbau dieses Duellringes. Schon mal deutlich geiler als der im Sumpf. Geschichten werden euch nicht gerecht. Das war schon immer so. Gut pariert. Oh. Alter, nein! Okay, das war low. Von ihm. Ey, wir hätten es ja fast hingekriegt, nicht wahr? Oh, shit. Wow, Alter! Wow, 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 entspann dich. Das sieht nicht besser aus als gerade, gebe ich zu. Ryusos Geschichten werden euch nicht gerecht. Das war schon immer so. Gut, was habe ich eben gerade beim ersten Mal besser gemacht als gerade? Vieles, ich weiß. Damn. Ryusos Geschichten werden euch nicht gerecht. Das war schon immer so.
Jetzt haben wir ihn. Das Duell in den Spinnenlilien. Ihr kämpft gut, doch es ist vorbei. Geht an Jin Sakai. Das war sehr gut, Nobu. Nicht geplant. Das war überhaupt nicht geplant. Oh man. Ja, okay. Entschuldigung, Nobu. Da wollte ich einen eleganten Aufstieg auf unser Pferd machen und dann sowas. Rechts haben wir auch nochmal Stroh oder Ronin. Das würde ich so nicht sagen, Kollege. Bis ihr da seid, hat sich das schon erledigt. Natürlich werde ich nicht bei allen, die mir entgegen spazieren, mit dem Langbogen Uchitsunis einfach mal draufhalten, weil auch die Pfeile findet man ja auch schließlich nicht an jeder Ecke. Aber bei den Ronin. Mache ich dann doch hin und wieder mal eine Ausnahme. Junge, Nobu. Ich wollte einfach nur. Aber Gesellschaft von einem Ronin. Gehabt. Auch mit den Kunais kann man die Leute echt ganz gut aus dem Gleichgewicht bringen. Ja, so sei es. Aber immerhin haben wir jetzt so einen Händlerkarren gefunden, den ich eigentlich beim letzten Mal schon mitnehmen wollte. Eibenholz, Bambus, ja. Vorräte und du hast auch gleich mal 40 Stück an der Zahl. Was ist denn hier oben? Warum macht man denn hier ein Lagerfeuer? Zumindest niemand da, der zum Lagerfeuer gehören würde. Aber da hinten brennt auch Licht. Fürstin Sanjos Brücke. Man merkt, diese Fürstin, moin, diese Fürstin ist namentlich hier bekannt. Oder zumindest wurde einiges nach ihr benannt, sag ich mal so. Doch noch mal gerade auf die Karte orientieren. G.
gegebenenfalls da drüben. Ja, komm, machen wir das zuerst. Da drüben steigt ja auch eine Rauchfahne auf. Was so viel heißt wie eine Quest. Oder es könnte zumindest eine Quest sein. Anscheinend ist dem nicht so. Aber ein goldener Vogel, der uns mal wieder Gesellschaft leistet, ist hier ganz in der Nähe gewesen. Ja. Ich folge dir. Kann auch sein, dass er uns jetzt quasi zu der Nebenquest führt, wo ich sowieso hingeritten wäre. Ihr wisst, was passiert ist. Sagt schon. Ja, genau. Ich will antworten. Ihr wagt es uns zu drohen? Was ist denn hier los? Mein Herr. Vielleicht könnt ihr sie zur Vernunft bringen. Sagt mir, worum es hier geht. Mein Herr, ich bin Saburo, ein höchst respektierter Händler in Umugi. Ihr wollt meinen Respekt? Verdient ihn. Warum bedroht ihr diese Menschen? Meine Familie wird vermisst. Und diese Menschen wollen nicht sprechen. Etwas Furchtbares ist passiert. Eure Familie war hier. Ich hatte arrangiert, dass man uns hier wegbringt. Wir sollten uns hier treffen und danach Iki. Das ist unmöglich. Die mongolische Flotte überwacht die See. Ich bezahlte ein paar Schmuggler, um uns hier wegzubringen. Unanständiges Volk. Aber sie halfen vielen Familien seit der Invasion. Meine Frau Aki war verängstigt. Und der kleine Yotaro weinte ständig. Ich musste etwas tun. Nun wird eure Familie vermisst. Genau wie die Schmuggler. Und diese Menschen wissen etwas. Ich werde es herausfinden. Ihr verhaltet euch ruhig. Ja, mein Herr. Aber seid bloß nicht zu milde. Das musst du immer noch uns überlassen. Ein wohlhabender Mann hat alles. Hergehört, kommt her. Ich muss mit euch reden. Dieser Mann sagt, seine Familie war kürzlich hier. Habt ihr sie gesehen? Gar nicht? Hat jemand von Schmugglern gehört, die sichere Überfahrt von Tsushima versprechen? Mein Herr, ich denke, ich sah sie. Eine Frau und ein kleines Kind mit einem Spielzeug. Wo sind sie hin? Ich habe sie nicht weggehen sehen. So jemanden habe ich nicht gesehen. Ich will es von jedem Einzelnen hören. So. Sie könnten hier gewesen sein. Da war ein kleiner Junge, der allein gespielt hat. Okay. Ich habe keine Familien gesehen. Ich bin erst seit gestern hier. Ehrlich. Er läuft davon. Schnappt ihn. Du. Halt. Ich weiß überhaupt nichts. Verschont mich, mein so viel Herr. Zu, er hat keinen gesehen. Stehen, du Narr. Ich war es nicht. Ist aber ganz schön flott. Junge, das macht doch die Situation nicht schwieriger, als sie ist. Was hat der Typ denn für eine Ausdauer? Es tut mir leid, mein Herr. Tötet mich nicht. Ich
Los, rede. Die Schmuggler waren hier. Sie führten Frau und Kind des Händlers weg. Ich bin ihnen gefolgt, wurde aber erwischt. Sie sagten, wenn ich auspacke, dann sterbe ich. Ich verspreche, dazu wird es nicht kommen. Wo haben die Schmuggler sie hingebracht? Nach Westen. Da ist ein Wachturm an der Küste. Ich glaube, da wollten sie ihr Boot treffen. Der Narr. Puh, okay, wo ist es denn? Ah, wir waren da in der Nähe schon mal. Der Anlegeplatz von Fürstin Sanjo. Alles klar, Nobu? Wir müssen los. Sich hier auch erstmal wieder zurechtzufinden, das wird schwierig. Aber auch hier sieht alles gleich aus. Das übrigens links ist Umugi. Die Stadt der Schmuggler. Aber da kommen wir später erst zu. Los jetzt, Nobu! Oh! Gut, auf der Durchreise nehmen wir das natürlich mit, ne? Dankeschön. Der Umugi Bambusstand. Kombi geht auch noch klar. Okay. Jetzt aber. Das war einer, finde ich, der einfacheren. Und wunderbar, unsere Entschlossenheit ist gestiegen. Ein Punkt haben wir jetzt uns mehr dazu verdient. Verhältnismäßig schnell. Man kann echt gefühlt nichts erkennen. 380 Meter in die Richtung. Okay. Puh. Da hinten mache ich schon mal irgendeine Hütte aus. Aber das würde ich noch nicht als Wachposten oder als Wachturm klassifizieren. Hier hat es auch schon einige Samurai dahin gerafft. Keine Spur von Saburos Frau und Kind. Ja, aber einen Wachturm sehe ich jetzt auf der linken Seite. Strohhüte sind hier. Kommt raus! Wir vergeuden hier nur Zeit. Wenn ich mich schon mit den Ronin anlegen muss, dann mache ich das auf meine Art und Weise. Ja, da ist auch was. Du machst eine Auszeit, Kollege. Vorhin war noch alles in Ordnung. Das ist kürzlich passiert. Ich weiß, du bist hier.
ist. Wir müssen ihn finden. Daraus wird nichts. Gut, der steht auch isoliert. Wobei, da oben steht noch jemand. Der muss zuerst weg. Der würde uns ja sonst sehen. Okay. Was ist der Vorteil bei so einem fetten Strohhut? Also klar, für ihn ein Nachteil, aber für uns ein Vorteil. Da hat er uns mal einfach nicht gesehen. Was war das? Ein Tanto in deinem Rachen. Jetzt mal uns das Haus da drüben genauer ansehen. Okay, mehr haben wir hier nicht. Scheint noch was zu liegen. Oh. Wenn du sie mit Hoffnung köderst, dann glauben sie dir alles. Das stimmt. Bringen wir es hinter uns. Tut mir leid. Eure Bootsfahrt fällt aus. Was tut ihr da? Nehmt einfach unser Geld. Verschont uns. Halt dein Maul. Hey, das ist immer noch eine Angelegenheit von uns. Da wäre ich mir an deiner Stelle nicht so sicher, aber das hält uns nicht von unserem Handeln ab. Und wie wir das tun werden. Gut abgewehrt, Mann. Uns gerettet. Ihr seid jetzt sicher. Ich verstehe das nicht. Sie sagten, da wäre ein Boot für uns. Es gibt keinen Weg von der Insel. Sie wollten euer Geld stehlen und euch töten. Waren eine Frau und ein kleiner Junge bei euch? Nein, nur wir. Geht nach Hause. Ja, besser ist es. Saburos Familie könnte noch in der Nähe sein. Allerdings, meine Lieben, das machen wir erst beim nächsten Mal. Der Timer ist nämlich schon gegangen, aber komischerweise habe ich selber nichts gehört. Und hier wahrscheinlich auch nicht. Aber wir sind schon etwas über der Zeit. Dementsprechend, wir sind bis hierher gekommen. Und wir suchen dann später weiter nach der Frau und dem Kind des Händlers. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Let's Play Ghost of Tsushima.